Hallo Leute, ich habe eben schon ein Video gemacht, aber noch nicht hochgeladen, über ein angebliches Geisterflugzeug, sprich frei erfunden. Also hat dann irgendwann die Runde gemacht, als ob es real passiert wäre, aber es ist offensichtlich frei erfunden. Hier, das wird so ähnlich von der Thematik. Also wie von dem Video, wo ich gerade spreche, was ich noch nicht hochgeladen habe. Da ging es um ein Flugzeug, was ein Jahr später nach dem Angriff auf Pearl Harbor, also Angriff der Japaner auf die amerikanische Pazifikflotte bei Pearl Harbor oder in Pearl Harbor im Jahr 1941, Dezember 1941, was ein Jahr später, also im Dezember 1942, aufgetaucht sein soll. Und hier wie soll ich es ausdrücken, eine sogenannte Phantomfestung. Der Begriff kommt, Phantomfestung oder generell Festung. Wer sich ein bisschen mit Flugzeugtypen auskennt, gerade Flugzeugtypen aus dem Zweiten Weltkrieg, das hier, was hier zu sehen ist, also es war dann auch mein Vorschaubild, mein Thumbnail. Das ist eine sogenannte B-17, also sprich ein amerikanischer Bomber. Ein Langstreckenbomber, also war in der Lage von Amerika, aber in der Regel wurden sie von England aus eingesetzt, also kürzer von der Strecke. Aber theoretisch wäre es auch in der Lage gewesen, in Amerika zu starten, also sprich quer über den ganzen Atlantik bis nach Europa zu fliegen. Deutschland in dem Fall, Tagesangriffe und Bombardierung zu ermöglichen. Und Flying Fortress wurde dieses Flugzeug genommen, weil es erstmal gepanzert war, also schwer zu treffen für Luftabwehr, sprich für Flak, Flugabwehrkanonen, Flak. Oder halt auch Beschuss mit Maschinengewehren oder anderen irgendwie Flugabwehrwaffen. Also durch die starke Panzerung. Und natürlich war es auch in der Lage, sich selbst zu verteidigen, also sprich gegen angreifende Kampfflugzeuge, die versucht haben, solche Flugzeuge abzuschießen, was ja auch oft genug vorgekommen ist. In der Regel wurden sie deswegen in Verband geschickt, also damit es schwerer war, ein einzelnes Flugzeug abzuschießen. Sprich in einem Großverband, also mehrere Dutzende teilweise sogar um die 100 oder sogar über 100, also Bomber. Und sie wurden auch von Kampfflugzeugen begleitet, also Jäger, die dann andere Flugzeuge, die diese Flugzeuge angreifen sollten, in der Luft abdrängen konnten oder halt in separate Luftkämpfe verwickeln konnten. Das Problem war, dann waren die Bomber nicht mehr von einem eigenen Jägerschutz begleitet, also in der Luft auf ihrem Flug zur Bombardierung, zu der Stelle, wo sie bombardieren sollten. Also dann waren sie wieder etwas verwundbarer. Aber wie gesagt, sie konnten sich auch, hier sieht man so ein bisschen, muss man wieder Zigarette jetzt zeigen hier, also hier Maschinengewehr hier, drehbar in allen Richtungen, also kreisförmig. Sprich, sie konnten sich auch selbst verteidigen. Also durch Sportwaffen ist klar, hier vorne sieht man es auch ein bisschen hier. Möglicherweise auch nicht, aber wie gesagt, auf dem Thumbnail sieht man später, also der Pilot selber oder der Co-Pilot konnte Maschinengewehre bedienen, also Sportwaffen, drehbar, schwenkbar. Und natürlich hier auch, wenn es von hinten angegriffen wird. Es gab Maschinengewehre, die sich nach allen Seiten drehen konnten hier, dass es auch sich nach hinten verteidigen konnte. Warum man auch versucht hat, solche Flugzeuge, die sogenannte schräge Musik, in der Regel von unten anzugreifen, also in diesem Bereich anzugreifen hier. Also sprich den hinteren Teil zu beschädigen und da abzuschießen. Dass feindliche Kampfflugzeuge von unten hier versucht haben, von schräg unten anzugreifen und dann haben schräg hier hochgeschossen, also die sogenannte schräge Musik. Schräge Musik. Also wurde so genannt, weil halt in der Regel schräg geschossen wurde.
Also wie beim Panzer, solche Flugzeuge in der Regel dieser Teil, also hier der hintere, untere Bereich, ist der am wenigsten geschützte und am leichtesten verwundbarste. Also am einfachsten zu verwunden, zu beschädigende. Also in Anführungsstrichen verwundbarste, also als ob es ein Lebewesen wäre. Und in dieser Geschichte hat angeblich, naja, tut mir leid, ich musste ein bisschen was erklären zur Einleitung, hat angeblich eine Phantom B-17, also Flying Fortress, fliegende Festung, einen Einsatz geflogen, also sprich hat bombardiert, und ist auch wieder zurückgekehrt, aber ohne Besatzung, also leer, ohne Mannschaft. Also sehr seltsam die Geschichte. Gehen wir mal der Sache auf den Grund. Tut mir leid, da waren jetzt 6 Minuten der Einleitung. Die Phantomfestung. Diese W17 soll ein Einsatz abgeschlossen, unser Basis zurückgekehrt sein, alles ohne die Besatzung. Der Zweite Weltkrieg war, neben vielen anderen Dingen, die Quelle einiger der großartigsten Geschichten der Welt. Doch, so könnte ich trinken, zu schlucken. Doch zwischen diesen Geschichten von Abenteuer, Heldentum, Opferbereitschaft und Terror sind auch einige andere Geschichten durch das Netz gerutscht, darunter Geistergeschichten. Eine davon handelt von einem berühmten Bomber einer B-17 Flying Fortress, also fliegende Festung, der angeblich von, oder die angeblich, also wenn man das Flugzeug weiblich bezeichnet, die angeblich von einem Einsatz über Deutschland zurückkehrte, mit seiner Staffel nach Großbritannien zurücksteuerte und dann eine perfekte Landung hinlegte. Daran ist nichts Ungewöhnliches. Doch als das Bodenpersonal bemerkte, dass niemand aus dem Flugzeug stieg, ging es selbst nachsehen und fand es leer vor. Also sprich, es war überhaupt keine Mannschaft an Bord. Die B-17 hatte ihren Einsatz offenbar ohne Besatzung geflogen. In Büchern mit Geistergeschichten wird heute die Geschichte der Phantom Fortress erzählt. Und heute werden wir unseren skeptischen Blick darauf werfen und herausfinden, wie viel von der Geschichte der Phantom Fortress war und wie viel davon erfunden ist. Normalerweise würde ich in einer Folge von Skeptoid, also der das hier geschrieben hat, aber man hört es ja, ich kommentiere es ja auch gleichzeitig, die Geschichte so erzählen, wie wir sie heute hören. Das ist etwas schwierig, weil es viel zu gleich, weil es gleich mehrere Versionen der Geschichte gibt. In einigen landet das Phantomflugzeug in Belgien, in anderen in Großbritannien. In einigen landet die gesamte Besatzung sicher mit dem Fallschirm, in anderen landet sie hinter den deutschen Linien. Es gibt sogar Versionen, in denen an Bord des gelandeten Flugzeugs halb aufgegessene Mahlzeiten gefunden werden, was an die Marie Celeste erinnert. Also ihr Geisterschiff hier. Wie der fliegende Holländer, also in der Regel wird immer bei solchen Geistergeschichten, sprich Geschichten über Geisterschiffe erzählt, die wurden leer vorgefunden, also auf dem Meer treibend vorgefunden. Und als jemand an Bord gegangen ist oder mehrere Leute an Bord gegangen sind und haben das Schiff untersucht oder durchsucht, haben sie Essen auf dem Tisch stehend vorgefunden, teilweise sogar noch dampfend, also noch warm. Also als ob jemand, der gerade sich zum Essen hingesetzt hat, spurlos von einer Sekunde auf eine andere verschwunden ist. Also, ist ein, wie sagt man, begehrtes, beliebtes Element in Geistergeschichten. Wurde auch bei den Leuchtturmwärtern erzählt, die da im Jahre 1900 spurlos verschwunden sind, also 3 Leuchtturmwärter auf einer kleinen Insel vor Schottland, soweit ich weiß. Also hier
wohl das verschuldeten Teil, Leuchtturmwärter. Ich habe darüber auch schon ein Video gemacht. Kommen jetzt nicht mehr Flanagan Island oder so ähnlich. Kommen jetzt nicht mehr genau auf den Namen von der Insel. Oder Flannan Island. Also Flannan Insel. Es gibt sogar Versionen, in denen an Bord des gelandeten Flugzeugs halb aufgegessene Mahlzeiten gefunden werden. Was an die Marie Celeste erinnert, also ein angebliches Geisterschiff, wo einiges drüber berichtet wird. Ich habe einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Versionen der Geschichte gefunden, und zwar in Martin Kaidins Buch Ghost of the Air, True Stories of Aerial Hauntings, also Geist der Luft. Geist, ja, Ghosts of the Air, also Geister der Lüfte. True Stories, also wahre Geschichten of Aerial Hauntings, also irgendwie verwunschen, verflucht oder so ähnlich, Haunting. Aerial bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aerial. Also wie gesagt, das ist der englische Titel. Ich will jetzt nicht extra einen Übersetzer deswegen verwenden. Oder ich probiere es mal eine Sekunde. Ich markiere es mal und versuche mal, ob ich einen Übersetzer reinknallen kann, was der mir anzeigt. Geister der Luft, wahre Geschichten über Spuk in der Luft. Also es wäre grob, was der Titel bedeutet, auf Deutsch übersetzt. Aus dem Jahr 1991. Kein ermutigender Titel, wenn man nach historischen Fakten sucht. Der größte Teil seines Kapitels über diese Geschichte ist aus einem Brief zitiert, den er in den 1980er Jahren von einem Mann namens John T. Gell erhielt, der im Zweiten Weltkrieg ein Junge gewesen war. Also selber nicht gekämpft hat, war noch zu jung. Sprich, noch kein Soldat gewesen ist, war noch Kind. An dem für ihn vielleicht denkwürdigsten Tag des Krieges stand er und seine Familie vor ihrem Haus in Wiseley, einem kleinen Weiler in North Bedfordshire, England, und beobachteten den vertrauten Anblick amerikanischer B-17-Bomber, also hier Flying Fortress, Bombertyp B-17. Liegende Festung, die von ihrem Tageseinsatz über Deutschland zurückkehrten, also sprich Bombardierung am Tag, Luftangriffe mit Bombardierung auf Deutschland am Tag. Ein Bomber jedoch, dessen Motoren unsicher stotterten, sank tief und steuerte direkt auf sie zu. Augenblicke später stürzte er in die Bäume in ihrem Hinterhof. Ja, ich habe das Gefühl, meine Aufnahme ist nicht gestartet, deswegen kontrolliere ich zwischendurch mal. Gells Vater schritt sofort zur Tat und suchte in den Trümmern nach verletzten Besatzungsmitgliedern. Zum Erstaunen der Familie war überhaupt niemand an Bord gewesen. Gell schrieb, diese B-17 war bei der 303. Bomb Group, und dann bestätigten wir, dass die gesamte Besatzung über Belgien abgesprungen war. Doch dieser Fortress, jetzt völlig unbemannt, war in Formation mit den anderen B-17 geflogen, hatte gewendet und alles Notwendige getan, um abzusteigen, also zu sinken und zu wenden, und war direkt zu ihrem Heimatflugplatz zurückgekehrt, bevor sie in unserem Hinterhof abstürzte. Die Piloten, mit denen ich dies besprochen habe, weigerten sich zunächst rundweg, es zu glauben, aber die Tatsachenlage wurde immer offensichtlicher, als wir herausfanden, dass nicht nur die gesamte Besatzung abgesprungen war, sondern dass sie alle aus deutsch besetzten Gebieten geflohen waren und 10 Tage später an Bord einer anderen B-17 wieder in der Luft waren. Obwohl Gells Geschichte mit einem Absturz und nicht mit einer perfekten Landung endet,
enthält sie doch den unglaublichsten Teil der Geschichte. Der Bomber flog zusammen mit seiner Staffel den ganzen Weg von Belgien zurück. Sekunde, ich trinke kurz einen Schluck. Der Bomber flog zusammen mit seiner Staffel den ganzen Weg von Belgien zurück. Eine Leistung, die nach praktischer Interpretation unmöglich wäre, müssen wir daraus schließen, dass eine übernatürliche Kraft im Spiel gewesen sein muss. Oder gibt es Raum für tiefere Nachforschung? Fragezeichen. Bei der Recherche von Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg verfügen wir über einen einzigartigen Vorteil. Die umfassende Dokumentation dieses Krieges, und kein Teil davon ist besser dokumentiert als die Geschichte der Bomberstaffel. Jede Gruppe hat einen eigenen Verein, eine Webseite, ihre eigenen Historiker. Wir kennen praktisch die tägliche Geschichte jedes Flugzeugs, jedes Besatzungsmitglieds und jeder geflogenen Mission. Und bei den Bombern in dieser Geschichte über die Phantom Fortress ist das nicht anders. Gell hatte die Markierung des Bombers dokumentiert, der in seine Bäume stürzte, und das machte es einfach, seine tatsächliche Geschichte nachzuschlagen. Es war eine B-17F mit der Seriennummer 42-5482, genannt Cat O9 Tails, also Katze mit neun Schwänzen, also hier wie eine Peitsche, neunschwänzige Katze. Also eine Peitsche mit neun verschiedenen Schwänzen dran. Neunschwänzige Katze wird es auch genannt, also Folterwerkzeug eigentlich oder Bestrafungswerkzeug, also eine Peitsche, die dem 359. Bombergeschwader der 303. Bomber Group, bekannt als die Hells Angels, zugeteilt war. Es wurde vermerkt, dass sie am 14. Oktober 1943 über Deutschland durch Schlagfeuer beschädigt wurde und schließlich auf dem Weg zurück nach Risley abstürzte. In den Aufzeichnungen der Staffel ist sogar die Einzelheit zu finden, dass das Flugzeug gegen Bäume prallte, auseinanderbrach und als Bergung deklariert wurde. Das heißt, es wurde so zerstört, dass eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr möglich war. Dass die Besatzung über Belgien abgesprungen ist, ist eine andere Geschichte. Tatsächlich stellte ich bei meiner Suche nach einem solchen Ereignis fest, dass es sich buchstäblich um eine andere Geschichte handelt. Die bekannteste Geschichte von der B-17-Besatzung, die über Belgien abgesprungen ist, ereignete sich, wie sich herausstellte, mit einem anderen Flugzeug. Eine Geschichte, die sich über ein Jahr später zutrug, deren Ende jedoch viel mehr unserer Geistergeschichte entsprach. Am 21. November 1944, oft fälschlicherweise, spiegelt sie so auch als 23. November angegeben, also statt 23, also zwei Tage darauf, 1944, entdeckte eine britische Flugabwehrmannschaft hinter den alliierten Linien in Belgien einen Bomber, der mit gestotterten Triebwerken, also wo der Motor teilweise ausgeht, also das Triebwerk, also Propellermaschinen, also mit Flugzeugmotor, stotternde Flugzeugmotoren, stotternde Triebwerke, auf einem nahegelegenen Feld zur Landung ansetzte. Er landete fast perfekt, also dieser Bomber schleifte jedoch mit einer Flügelspitze, also ist schief gelandet, also sprich eine Tragfläche hat auf der Landebahn geschleift und drehte sich eine Art nicht ganz ideale Landung, die als Bodenschleife bezeichnet wird.
wobei er geringfügige Schäden erlitt, also durch das Schleifen von einem mit einer Tragfläche, mit einer Flügelspitze auf dem Boden, auf der Landebahn. Der britische Major John Crisp, der befürchtete, es könnte sich um eine Art deutsche Sprengfalle handeln, also was absichtlich so präpariert worden ist, kletterte vorsichtig an Bord, obwohl die Triebwerke noch liefen, also die Motoren. Er fand das Flugzeug völlig verlassen vor und stellte die Triebwerke selbst ab. Dies war eine B-17G mit der Seriennummer 43-385 die dem 401. Bombergeschwader der 91. Bombergruppe zugeteilt war, einer berüchtigten Gruppe mit dem Spitznamen Ratchet Irregulars. Es scheint also, als hätten wir am Ende zwei ähnliche, aber unterschiedliche Geschichten. Verschiedene Jahre, verschiedene Flugzeuge, verschiedene Länder, die sich aber zu einer einzigen zu verweben scheinen. Sobald wir die maßgeblichen historischen Texte verlassen und uns in den Bereich der Massenpublikation begeben, dieser in Kaidins Geistergeschichtenbuch veröffentlichte Zusammenhang scheint der Schlüssel zu sein. Als schon Gell seinen Brief an Kaidin schrieb, indem er von dem unbemannten Flugzeug berichtete, das von Belgien nach England flog, waren rund 40 Jahre vergangen. Die Geschichte des Flugzeugs, das in Belgien eine Bodenschleife machte, war in der Zeitung Stars and Stripes abgedruckt und von dort aus in allen alliierten Ländern verbreitet worden. Sie war zu einer ziemlich bekannten Legende geworden, die von der Presse abwechselnd als Geisterschiff oder Phantomfestung bezeichnet wurde. 40 Jahre später ist es für Gell völlig vernünftig anzunehmen, dass das berühmte Flugzeug, das ohne Menschen an Bord abstürzte, genau das war, was sich tatsächlich direkt vor seinen Augen ereignet hatte, als er ein Junge war. Und um das klarzustellen, der Absturz im Haus der Gells ist eine absolut historische Tatsache. Da die Amerikaner dorthin gekommen waren, um das Wrack zu bergen. 170 High Street in Wriothesley. Gell hatte nichts erfunden, aber er scheint Gell hatte nichts erfunden, aber er scheint diese beiden Ereignisse verständlicherweise und versehentlich vermischt zu haben und so miteinander verflochten. Gab der Anfang der Geschichte des einen Flugzeugs aufgepfropft mit dem Ende des anderen eine so gute Geistergeschichte, dass Kaidin nichts anderes konnte, als sie in sein Buch von 1991 aufzunehmen. Das Flugzeug, das in die Werft der Gels stürzte, hatte gerade an einem Bombenangriff teilgenommen, der als sogenannter Schwarzer Donnerstag bekannt wurde. Sowohl wegen der Zahl der durch Feindeinwirkung verlorenen Besatzungsmitglieder als auch wegen der Zahl derer, Sekunde, ich trinke kurz einen Schluck. Ja, ich bin keine Maschine und irgendwann wird der Mund trocken. Also hier beim Lesen, beim Vorlesen, beim Sprechen und ich kommentiere es ja noch. Der als Schwarzer Donnerstag bekannt wurde, sowohl wegen der Zahl der durch Feindeinwirkung verlorenen Besatzungsmitglieder als auch wegen der Zahl derer, die wegen schlechten Wetters über den britischen Stützpunkten ums Leben kamen. Die B-17F, Cat O' Nine Tails, deren Kommandant der 21-jährige Second Lieutenant, also zweiter Leutnant, Second Lieutenant Ambrose G. Grant war, wurde durch deutsches Flakfeuer erheblich, aber nicht tödlich beschädigt. Und Grant konnte sie zusammen mit dem Rest der Staffel über den Kanal zurück zu ihrem
Stützpunkt in Molesworth fliegen. Allerdings waren alle seine Instrumente zerstört und er konnte die Lichter von Molesworth im dichten Nebel nicht finden. Außerdem hatten sie einen kritischen Treibstoffmangel. Grenzstieg auf 7500 Fuß und alle 10 Besatzungsmitglieder konnten mit dem Fallschirm abspringen. Und als das Flugzeug um 18.40 Uhr in die Bäume der Gate stürzte, landeten alle 10 sicher etwa 6 Kilometer entfernt. So etwas kam in jenen Tagen tatsächlich nur allzu häufig vor. Keine Geister mussten es erklären. Ironischerweise wurden Grant und seine Mannschaft nur 3 Wochen später über Deutschland abgeschossen und verbrachten den Rest des Krieges in einem Kriegsgefangenenlager der Luftwaffe, also in einem deutschen Kriegsgefangenenlager, also von Deutschen geleitet für alliierte Kriegsgefangene. Ein Jahr später und 250 Meilen entfernt übernahm der 28-jährige First Lieutenant Harold R., also Harold R. de Bolt, das Kommando über eine B-17G, die fast brandneu war, erst 2 Einsätze geflogen war und noch keinen Namen erhalten hatte. Dies war ihr erster Flug mit dieser Staffel. Sie war gerade von der 324. versetzt worden. Doch ihre Neuheit schützte sie nicht vor der deutschen Flugabwehrartillerie. De Bolt hatte seinen Bombenabwurf über Merseburg in Deutschland nicht beenden können, da die Bombenschachttüren beschädigt waren und direkt darunter eine gewaltige Flak-Explosion stattgefunden hatte. Mit 2 ausgefallenen Triebwerken und starken Vibrationen, die die Zelle zu zerstören drohten, wurde De Bolt bald klar, dass er es unmöglich zurück nach Großbritannien schaffen würde und nahm stattdessen Kurs auf die alliierten Linien in Belgien. Als sie befreundetes Gebiet überquerten, schafften sie es, noch immer eine sichere Flughöhe von 2000 Fuß zu erreichen und alle 9 Besatzungsmitglieder brachten sich mit dem Fallschirm in Sicherheit und wurden bald darauf von britischen Truppen gerettet. De Bolt hatte die tödlich verwundete B-17 mit Autopilot geschaltet, also gab es damals doch schon Autopilot, ich habe es jetzt im anderen Video davor erwähnt, hier mit einem Geisterflugzeug über Pearl Harbor, ich dachte, sowas gab es noch nicht im Zweiten Weltkrieg, aber es gab es doch schon Autopilot. De Bolt hatte die tödliche verwundete B-17 auf Autopilot geschaltet, wie es das Standardverfahren war, wenn man die Steuerung verlässt, um abzuspringen. Also, dass das Flugzeug auf einem geraden Kurs durch Autopilot weiterfliegt und in der Zeit kann man abspringen, also mit Fallschirm abspringen. Also, dass niemand am Steuer sitzen muss und das Flugzeug steuern muss, während die Besatzung abspringt, weil dann würde ja der zu Tode kommen, also der kann dann auch, also sprich der Pilot oder der Co-Pilot, je nachdem, der kann dann auch seinen Platz verlassen und kann mit dem Fallschirm abspringen und das Flugzeug fliegt trotzdem auf Autopilot geradeaus weiter, also auf einem vorher eingegebenen Kurs, bis es halt abstürzt, weil halt irgendwann der Treibstoff in der Regel ausgeht, also sprich die Motoren versagen, also dadurch, dass dann Flugzeugtreibstoff leer ist. Der Autopilot hielt die Maschine auf gerader und gerader Strecke, während sie weiter sank, und dann landete sie unsanft auf dem Feld, wo Major Crisp sie fand. Die unbemannte Landung war ziemlich sauber, aber sie war weder bizarr noch unerklärlich. Also es ist möglich. Mir war eigentlich, ich habe immer bisher geglaubt, Autopilot funktioniert nur, solange wie das Flugzeug fliegt. Also sprich zum Landen oder zum Starten ist menschliche Steuerung notwendig. Also mir war neu, dass ein Autopilot auch selber in der Maschine landen kann. Also sogar sicher landen kann, sprich theoretisch nicht komplett, dass das Flugzeug dabei zerstört wird. Also
Es muss ja erst das Fahrwerk ausgeklappt werden, also die Räder, und dann kann das Flugzeug halt auf einer geraden Strecke, sprich auf einer Start- oder Landebahn, landen. Nehmen Sie einen Teil von Trents Geschichte und einen anderen von De Bols Geschichte, verbinden Sie sie miteinander und finden Sie eine neue Geschichte, die von einem wundersamen und unerklärlichen Gefühl erzählt, und schon haben Sie die heutige Geschichte der Phantomfestung. Die Geschichte der Phantomfestung, die in den Massenmedien und im Internet als unerklärliches Mysterium präsentiert wird, ist ein typisches Beispiel. Es bedurfte vergleichsweise geringer Recherche, um herauszufinden, dass Gels Bericht, wie er in Kaldins Buch mit Geistergeschichten veröffentlicht wurde, einige offensichtliche Fehler enthielt. Dieselbe Recherche, Sekunde, ich trinke kurz einen Schluck. Dieselbe Recherche ergab die Bausteine, aus denen die Kaldin-Version zusammengesetzt war. Und diese Bausteine waren jeweils mit Seriennummern versehen, die verrieten, aus welcher der beiden B-17-Geschichten sie stammen. Sie stammten. Wenn Sie eine ähnliche, in Anführungsstrichen, erstaunliche Geschichte aus der Popkultur nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie auch in Ihren Bausteinen einen solchen Fehler oder Irrtum finden. Tatsächliche Ereignisse können per Definition niemals unerklärlich sein. Wenn sie tatsächlich passiert sind, gibt es eine Erklärung. Auch wenn diese nicht immer, ich habe jetzt hinzugefügt, immer sofort ersichtlich ist. Obwohl eine unglaubliche Geschichte mit einer, wie die einer Phantom B-17, die eine Mission erfüllt und ganz allein landet, ohne dass jemand am Steuer sitzt, cool ist, sollte es kaum befriedigend sein, an dieser Stelle aufzuhören und nicht mehr erfahren zu wollen. Wenden Sie die Werkzeuge des kritischen Denkens an, also sprich, benutzt euren Verstand, benutzt euer Gehirn, und Sie werden das allgemeine Vergnügen haben, die mysteriöse Geschichte zu genießen und zusätzlich den viel zu seltenen Bonus, sie tatsächlich zu lösen. Also, wovon ich immer wieder gesprochen habe, brieft etwas nach, lest etwas nach. In der Regel merken doch, dass man verdummt verkauft wird. Also sprich, dass man, dass einem Märchen erzählt werden. Oder wie hier eine interessante, große Geschichte, die aber natürlich komplett absurd ist. Also sprich, die Erklärung ist Autopilot. Also die Maschine ist nicht allein geflogen, die Besatzung ist irgendwann abgesprungen mit Fallschirm. Was mir neu war, dass auch ein Autopilot in der Lage ist, ein Flugzeug sicher zu landen. Soweit mir bekannt war, ist ein Autopilot eigentlich, wird er ausschließlich während des Fluges eingesetzt. Also zum Starten und Landen muss normalerweise jemand ein Flugzeug steuern. Aber anscheinend ist es doch möglich. Gut. Es waren jetzt zwei Geschichten, also das vorige Video und das. Ich habe das vorige Video noch nicht veröffentlicht. Über angebliche Geisterflugzeuge. Also ist ja bekannt, es gibt nicht nur Geisterschiffe, sogenannte Geisterschiffe, es gibt natürlich auch hier Geschichten über Geisterflugzeuge. Gut. Bis zum nächsten Video. Ich verrate aber noch nicht, worum es da geht. Ciao.